Hallo, liebe Kinder und Kinderinnen. Google hat die Firma hinter einem Hightech-Löffel gekauft, der unter anderem Menschen mit Parkinson-Krankheit das Leben erleichtern soll. Der Löffel hat Sensoren, die Tremorbewegungen der Hand messen und gleicht sie mit Hilfe von Motoren weitgehend aus. Das Startup Lift Labs solle in die Forschungsabteilung von Google X integriert werden, kündigte der Internetkonzern am Mittwoch an. Zum Kaufpreis gab es keine Angaben. Der Löffel solle weitere Aufsätze wie zum Beispiel einen Schlüssel anbieten. Bei Google X wurde unter anderem die Computerbrille Google Glass entwickelt. Außerdem kündigte Google weitere Einkäufe an. Den Hersteller der Gabel, die beim Abnehmen helfen soll, sowie das Antisuizidmesser und die Senfkelle, die überlagerte Marinaden erkennt. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und so seht ihr mich eigentlich nur im Gerichtssaal. Aber ich habe meine Robe heute mal für euch angezogen, um euch zu verdeutlichen, worum es in unserem nächsten Fall geht. Es geht nämlich genau um dieses Produkt hier, das angeboten wird in einem Shop für Anwälte. Um genau so einen Shop für Anwälte geht es in unserem nächsten Fall. Dort hat jemand die Produktbeschreibung für Roben kopiert und in seinen eigenen Shop reingestellt. Und klar, wer in so einem Umfang Produktbeschreibungen klaut, in so einem Umfeld Produktbeschreibungen klaut, in einem Anwaltsumfeld, der muss nicht damit rechnen, wenn die erste Abmahnung kommt. Aber ob die berechtigt war oder nicht, darüber musste jetzt das Oberlandesgericht Düsseldorf entscheiden. Und das ist eine sehr relevante Fragestellung, ob Produktbeschreibungen überhaupt Urheberrechtsschutz genießen. Denn manchmal sind die ja gar nicht so kreativ. Ich könnte jetzt hier zu dieser Robe sagen, schwarz mit Samtsaum und Größe 54 oder wie auch immer. Auch ich könnte so eine Beschreibung ganz einfach erstellen, wie zum Beispiel für diesen Clip hier. Bildstörung mit schwarzem Anzug überzogen, 16:9 breit und ziemlich witzig geschnitten. Meine Robe übrigens habe ich normalerweise auch nur zum Abhängen an, wenn ich mal nicht im Gerichtssaal stehe oder in meinem Büro die Akten vernichte. Auch ich musste mich heute schon mit dem Mittagsgericht befassen, welches mir sagte, dass ich im Gesicht besser aussehe als mein Zellennachbar hier. Denn ganz ehrlich, Chrissy, geh mal wieder zum Barbier. Du siehst sonst peinlicher aus als so eine kopierte Produktbeschreibung. Hallo zusammen, ich begrüße euch herzlich zu JugendTV. Das Bildungsprogramm in Europa und der Westschweiz entpuppt sich immer mehr als gefährlich. In Kindergärten ist es jetzt so, dass plötzlich Hexen, Vampire und andere grässliche Ungeheuer auftauchen, wodurch früher die Kinder entweder mit niedlichen Püppchen oder Wandtafeln spielten. Stattdessen lernen sie, Hexenpizzas mit Schlangen und Froschaugen zu belegen und auch irgendwelche Hexentänze und blöden Zaubersprüche. Und das nicht nur einen Nachmittag, sondern ganze Wochen lang. Die Kinder machen irgendwelche Fantasiereisen zu den wilden Kerlen, stampfen und brüllen, wir sind Monster, wir machen, was wir wollen und wir essen, was wir wollen. Findet ihr nicht das auch irgendwie eklig? Wieso wird das in der letzten Zeit so gezielt durchgesetzt? In den Schulen ist es aber auch nicht anders. In manchen Kantonen der Schweiz, in Deutschland Bundesländer, wird den Kindern gezwungen, ein Buch zu lesen, in dem Menschenquälerei als positiv und gut dargestellt wird. Hast du nicht auch das Gefühl, du wirst in eine okkulte Welt hinein verführt? Was stecken da nur für Absichten dahinter? Es gibt sogar schon mehrere Verdächte, dass sich Satans Anbeter in Bildungsbehörden eingeschlichen haben.
Findet ihr nicht auch, dass es an der Zeit ist, Widerstand zu dieser Entwicklung zu leisten, bevor wir Kinder in Schulen und Kindergärten zu realitätsfremden und böswilligen Monstern umerzogen sind? Wenn ja, dann macht mit und erzählt allen weiter, was ihr hier auf JugendTV hört. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen, ich begrüße mich herzlich bei IrsinnTV. Die Online-TV-Landschaft in Europa und am Nordkap entpuppt sich immer mehr als verblödend. In so manchen Kanälen ist es jetzt so, dass plötzlich wirrredende Kinder, Hexen und andere grässliche Ungeheuer auftauchen, wo doch sie früher noch für so ein Verhalten den Arsch versohlt bekommen haben. Stattdessen lernen sie, in einem farbigen Raum zu stehen, ihr Gehirn abzugeben und noch irgendwelchen Schwachsinn von einem Teleprompter abzulesen. Und das nicht nur eine Minute, sondern ganze 60 Sekunden lang. Die Rinder reden irgendwelche Fantasiesätze von den wilden Kerlen, von stampfenden Brillen, Wiesenmonstern, die essen, was wir wollen und wollen. Findet ihr das nicht auch irgendwie peinlich? Wieso wird das in der neuen Zeit so gezielt umgesetzt? Im echten Fernsehen ist es aber auch nicht anders. In manchen Kanälen wie Sat1, im Westen RTL, wird den Kindern gezwungen, ein Programm zu schauen, in dem Gehirnlosigkeit als positiv und gut dargestellt wird. Ich habe auch schon manchmal das Gefühl, als ob ich in einer Welt voll Jakult lebe. Was stecken da nur für Absichten dahinter? Es gibt sogar schon Berichte, dass sich Sakrotan-Anbeter in den Toiletten der Fernsehstudios geschlichen haben. Findet ihr nicht auch, dass es an der Zeit ist, Widerstand gegen diese Entwicklung zu leisten, bevor wir Erwachsenen in Rundfunk und Fernsehen zu realitätsfremden und böswilligen Monstern dargestellt sind? Wenn ja, dann macht mit und erzählt allen weiter, was hier so auf Doofkopf TV gezeigt wird. Bis zum letzten Mal. Was Sie hinter mir sehen, zeigt eigentlich schon den Hintergrund, warum wir überhaupt diese Sendung machen. Wir sind der Meinung, dass die Alarmglocken bereits schrillen. Ganz genau. Senden Sie mir Ihre schlimmsten Online-TV-Verbrechen und skurrilen Momente von zum Beispiel YouTube oder Vimeo-Kanälen zu und lassen Sie uns gemeinsam gegen frei verfügbare Massengehirnzellenvernichtungswaffen vorgehen. Die Kontaktadresse finden Sie hier. Ich gebe deren Zukunft ein Zuhause in der Hölle.